Also das Schlimmste, was am Leder passieren kann, ist, wenn jemand mit einem Filzstift oder auch mit einem Tintenroller übers Leder fährt. Weil das geht tief in die Poren rein und dann haben wir Schwierigkeiten, das rauszubringen. Selber würde ich nichts daran machen, da würde ich einen Spezialist kommen lassen. Es gibt im Internet, kann man die suchen, Lederdoktor, Lederreiniger und die dort an die Sache herangehen lassen, weil die können das mit speziellen Mitteln rausnehmen, können auch, wenn die Farboberfläche ein bisschen gelitten hat, das wieder nachpigmentieren. Aber ja nicht so irgendwelche Tipps oder Tricks, die man irgendwo gehört hat, anwenden. Weil man weiss nicht, wie alt das Leder ist, in welchem Zustand das ist. Es geht, wenn ein neues Leder ist, geht es manchmal besser. Wenn aber ein altes, austrocknetes Leder ist, dann kann man mehr kaputt machen, als man gut machen kann.